Wir befinden uns hier im neuen U-Bahnhof unter den Linden. Als Umsteigebahnhof vereint er zwei Bahnhöfe. Einen für die U6 und einen für die U5. Eine besondere Herausforderung für den Architekten der Station. Natürlich versucht man als Architekt, das Maximum an kultureller Qualität zu entwickeln. Das darf aber nicht dazu führen, dass man die Funktionen und die Nutzbarkeit vernachlässigt. Besonders wichtig ist dem Architekten eine gute und rasche Orientierung für die bis zu 50.000 Fahrgäste pro Tag. Das Hervorstechende ist natürlich, dass man, wenn man hier runterkommt, eigentlich den Bahnhof sofort begriffen hat. Links und rechts unten die U5, vorne quert die U6. Und die Überraschung, dass einfach an der Stelle plötzlich ein 12 Meter hoher Raum, eigentlich wie eine kleine Kirche, sich hier eröffnet. Auch ansonsten ist die Gestaltung des U-Bahnhofs aufwendig und in der Umsetzung anspruchsvoll. Herausforderungen an sich hatten wir in der Rabbetsdecke, die in der unteren Etage an der U5 hergestellt wurde. Das ist eine außergewöhnlich feste Konstruktion. Und in der Herstellung dieses hellen Terrazzobodens. Seit über 20 Jahren arbeitet Professor Östreich erfolgreich an der neuen U5. In enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung und den ausführenden Firmen. Der Bauleiter der ausführenden Firma, mit dem ich schon am Brandenburger Tor zusammengearbeitet habe, das ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Jeder hat seine Interessen, aber man einigt sich ohne Streit. Das können wir auch gerne zurückgeben, weil die Zusammenarbeit mit dem Herrn Professor Östreich wirklich außergewöhnlich gut war. Er war immer ansprechbar, hat kurzfristig reagiert und auch kurzfristig vor allen Dingen Entscheidungen getroffen.